Zombie Apocalypse. Was um Himmels Willen ist denn hier gerade passiert? Oh Gott, ist das langweilig, ist das langweilig? Oh nein, was macht denn dieser Typ schon wieder? Jetzt denkt er schon wieder hier, die Feuerwehr reicht ihm nicht und dann auf einmal kommt hier dieses komische Spiel mit den Blöcken und dieser richtig ultramäßigen, geilen Grafik. Nein. Freunde, bitte nein. Lasst euch das jetzt bitte nicht hier so dermaßen durch den Kopf gehen. Ja, ich weiß, das sind die wunderschönen verpixelten Blöcke. Dieses Spiel ist ja wirklich schon sehr alt geworden. Das wurde auch schon so oft auf YouTube gezeigt bei sämtlichen anderen YouTubern. Aber ich, liebe Freunde, ich wollte euch das unbedingt mal wieder zeigen. Ich möchte das unbedingt mal wieder spielen, weil ich einfach mal wieder richtig Bock darauf habe. Und ich hoffe, liebe Leute, ihr habt das auch, denn wir befinden uns hier aktuell in Minecraft. Genau, das ist Minecraft, diese wunderschöne Welt. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen noch etwas zeigen hier. Ich bin aktuell im Überlebensmodus und ich möchte euch heute mal ein paar kleine neuere Updates zeigen. Denn es ist wirklich so viel dazugekommen. Was ist denn da unten? Ey, guck mal, da sind Stöcker. Wunderbar, die nehmen wir uns gleich mal mit. Das ist ja schön, warum schwimmen die denn im Wasser? Anscheinend haben hier die Bewohner unter Wasser, jetzt haben wir es, haben anscheinend hier irgendwelche Stöcker hergestellt. Ich frage mich jetzt warum, ich weiß nicht warum, aber okay, wir sind zurück hier in Minecraft und ich habe einfach mal mega Bock wieder dieses Spiel zu spielen. Aktuell befinde ich mich hier irgendwie auf einer Insel, habe ich das Gefühl. Ich bin gerade irgendwie in die Biome gelaufen, also hier ist komplett alles grün, also diese Welt mag ich überhaupt nicht, also das habe ich mir schon so überlegt, so warum zum Teufel starte ich denn genau da? Ich möchte eigentlich hier ins wunderschöne grüne Land, wo halt nicht so viele Blätter auf den Boden sind oder an den Bäumen, damit ich auch ein bisschen Platz habe zum Bauen, denn wie gesagt, ich bin ja im Überlebensmodus, deshalb könnte das auf jeden Fall hilfreich sein und Wasser haben wir auch vor Ort, das ist schon mal alles gut. Jetzt fange ich schon wieder an, vor Ort, wir sind hier nicht in der Feuerwehrsimulation im Alice, also das ist es auf jeden Fall nicht. Wir sind in einem Überlebensmodus, müssen überleben und müssen natürlich auch darauf achten, damit es uns gut geht. Deshalb brauchen wir natürlich auch etwas zum Überleben. Deshalb, ich schnapp mir erstmal Sean das Schaf und werde mir dann gleich mal hier irgendwie mal ein bisschen Fleisch rauspicken. Das tut mir natürlich sehr leid fürs Schaf, aber irgendwie muss ich hier versuchen zu überleben und koste es, was es wolle. Man muss natürlich alles geben und probieren, was man hier finden kann, um hier irgendwie an das menschliche Überleben ranzukommen. Denn gerade als Mensch ist es natürlich auch nicht gerade so einfach, denn die Tiere haben das meistens irgendwie ein bisschen leichter als wir, weil die halt so viel Rasen und andere Pflanzen haben, die sie einfach essen können. Da kann der Mensch leider nicht von profitieren, deshalb wir schauen uns erstmal ein bisschen was an hier. Hier haben wir, glaube ich, ein bisschen Kürbis. Kürbis, sehr schön. Ein quadratischer Kürbis. Sehr, sehr cool. Also runde Sachen gibt es hier wohl kaum sehr wenig. Aber trotzdem, wir haben auf jeden Fall schon mal etwas, das wir uns hier mit in die Tasche packen können. Und deshalb holen wir jetzt nochmal ein weiteres Schaf. Und dann, denke ich mal, reicht das erstmal am ersten Tag hier des harten Überlebens in Minecraft, denn wir müssen uns natürlich erstmal Rohstoffe zusammensuchen und die dann Stück für Stück in irgendeiner Form, ich sag mal, grillen oder keine Ahnung, oder einfach so essen. Wenn wir wirklich nichts weiteres mehr finden sollten, müssen wir einfach rohes Fleisch futtern, obwohl das eigentlich gar nicht so gut ist. Aber was willst du machen, ne? Wenn du nichts mehr findest, man kurz vorm Verhungern ist, beziehungsweise vorm Verdursten, was willst du da sonst machen, ne? Da futtert man lieber rohes Fleisch, als hier irgendwie in der Weltgeschichte einfach umzukippen, ohne Hilfe, ohne irgendwas anderes. Also, das kann natürlich lebensgefährlich werden. Und ich sehe gerade, wir haben gerade Hunger. Das darf nicht wahr sein, oder? Wir haben jetzt wirklich schon ein paar Essensmagen verloren, so nenne ich das einfach mal, so Essenskeulen oder so. Also das zeigt sozusagen an, dass wir Hunger haben. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir erstmal irgendwas hier zum
Futter ansuchen. Obwohl es gar nicht so leicht ist. Aber guck mal hier, ich glaube, jetzt haben wir... Ja, das ist ein Pilz, das ist schon mal gut. Vielleicht kommen wir irgendwie gleich mal an irgendeinen Apfelbaum oder irgendwas anderes vorbei, was wir uns ganz kurz mal einwerfen können. Das wäre natürlich für uns ratsam, denn ihr seht schon, ja, wir bekommen ganz schön schnell Hunger. Der Hunger, der treibt uns natürlich zum Wahnsinn. Aber ich glaube, wir können schon mal von Glück reden, dass wir in dieser Umgebung gerade sind. Also hier ist sehr viel Wasser, sehr viel Grün auf jeden Fall. Und ich denke mal, hier kann man sich das auf jeden Fall gut gehen lassen. Hier kann man auf jeden Fall, denke ich mal, länger überleben, als wenn man zum Beispiel im Flachland wäre. Also im Flachland hat man natürlich, ich sag mal, nicht viele Rohstoffe, die man einsammeln könnte. Deshalb hat man natürlich auch eine geringe Wahrscheinlichkeit zu überleben. Deshalb sind wir auch hier auf der Standard-Map unterwegs. Oh oh, da gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Da war gerade ein kleiner grüner Erzfeind. Das ist nämlich ein Creeper. Und Creeper sind natürlich immer wieder so, wenn man diese zu nah kommt, dann passiert es einfach so, dann bekommen sie elendvolle Migräne oder Kopfschmerzen und dann macht es einfach Peng. So macht es bei mir manchmal auch im Kopf, aber ich kann immer noch laufen. Aber okay, erstmal so viel dazu. Wir brauchen erstmal etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Mit Schwarzeichenholz bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Tja, liebe Freunde, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lustig, wie wir hier starten. Das ist natürlich für uns jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Wir bräuchten erstmal etwas irgendwie zum Essen oder so. Das wäre natürlich bombastisch, wenn wir irgendwas hätten, was wir essen könnten. Deshalb rohes Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wagen sollte. Hallo? Ich glaube, das wäre für uns sehr ungesund, denn man kann natürlich auch am rohen Fleisch vergiftet werden. Von rohem Fleisch. Ich glaube, das wäre nicht so die beste Idee. Aber ich glaube trotzdem, wir schauen erstmal, was wir uns jetzt hier bauen können. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz schauen. Wir brauchen ein Schwarzholz. Schwarzeichenbretter brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und unwichtig meine ich. Das ist natürlich auf jeden Fall natürlich ein bisschen blöd. Mit Holz kommen wir erstmal nicht weiter. Das wollte ich erstmal sagen. Aber ich glaube, wir werden uns dann gleich mal hier irgendwie etwas hinbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir wenigstens irgendwas, was wir hier hinstellen können. Und deshalb werden wir das erstmal irgendwie probieren, uns hier irgendwas aufzubauen. Ich denke mal, es wird nur langsam dunkel. Deshalb werden wir mal, glaube ich, gleich mal hinne machen und hier mal ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Deshalb wird es jetzt auch gleich mal vorangehen. Aus Kürbis können wir schon mal nichts machen. Also das ist die ganze, doch, Kürbiskerne. Okay, das brauchen wir erstmal nicht. Die können wir dann sozusagen anpflanzen. Aus Fleisch geht, glaube ich, auch nichts, oder? Hat sich da schon irgendwas geändert irgendwie? Nein, hat es auf jeden Fall nicht. Oh Gott, ich meinte vorhin eigentlich auch nicht. Ich möchte euch ein bisschen was vom Update zeigen, aber das wird, glaube ich, erstmal nichts hier. Denn als kleinen Einblick erstmal wieder hier in Minecraft ist es erstmal dunkel geworden und es wird so langsam auch dunkel. Das ist natürlich für uns sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig, aber was willst du machen, ne? Du hast hier nämlich gerade nichts, was du irgendwie essen kannst und ich glaube, das wird jetzt gar nicht mal so lange dauern, bis wir erst den ersten Tag hier schon nicht mehr schaffen. Ich weiß auch nicht. Oh meine Güte, das darf nicht wahr sein. Wir werden uns erstmal rohes Fleisch hinterkloppen und dann schauen wir erstmal, dass wir uns irgendwie etwas schnell bauen. Mensch, wir können nur von Glück reden, dass hier so viele Tiere unterwegs sind, die wir uns erstmal nehmen können. Und ich glaube, das haben wir dann auf jeden Fall erstmal geschafft. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, gerade im Dunkeln, wir müssen uns erstmal einen Ort suchen, eine Position, an der wir uns erstmal halten, damit wir hier hoffentlich nicht jetzt gleich schon verrecken, denn jetzt sind wir schon hier so weit, dass es dunkel wird und wenn es dunkel wird, heißt natürlich für uns größte Gefahr von allen, denn Zombies, Spinnen, Creeper und sonstige Kreaturen laufen jetzt hier querbeet über die Map von Minecraft und wollen halt sozusagen das Leben eines Überlebenden so schwer wie möglich halten. Deshalb, ich bin erstmal sehr gespannt, was wir uns als nächstes jetzt hier
bauen können. Jetzt super, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal eingekesselt, eingekreist vom Ganzen da unten. Dann haben wir schon mal die beste Möglichkeit erstmal ausgespielt, uns jetzt irgendwas zu bauen. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht die beste Idee. Denn schaut mal da, wir haben jetzt so viele Creeper um uns herum, dass wir erstmal einen kleinen Ausweg finden müssen. Koste es, was es wolle. Wir kloppen uns erstmal so viel rohes Fleisch rein, wie es nur möglich ist, damit wir hier hoffentlich irgendwie davonkommen. Und guck mal hier, da ist schon mal etwas ganz Besonderes. Oh Gott, etwas ganz Besonderes. Das sind Bienen, die ihr Nest dort aufgeschlagen haben. Und ich habe das Nest gerade einfach zerstört und jetzt fliegen sie einen hinterher. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Das ist sozusagen auch das neueste Update, also eins von den neuesten Updates, die erschienen sind für Minecraft. Das finde ich richtig, richtig lustig. Ich hätte es natürlich jetzt nicht zerstören sollen, aber ich habe es gemacht, ich Dummerchen. Und deshalb sind die natürlich auch so schnell hinter uns hinterher. Und vor uns sehen wir gerade etwas ganz Besonderes, ein großes Gebäude. Ich hoffe, wir kommen da ungeschadet rein. Ich hoffe, da ist jetzt auch kein Creeper drin. Okay, das sieht schon mal alles gut aus, dann bauen wir das erstmal sofort zu. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Licht hier drin. Damit wir hier hoffentlich, das ist da bloß ein Dorfbewohner, damit hier wirklich hoffentlich niemand spawnen kann. Also das ist natürlich richtig schön schon mal, dass wir etwas gefunden haben. Erfahrungsflächen, das ist natürlich wunderbar. Dann haben wir einen Haken sogar, sehr schön. Wir ordnen uns erstmal hier ein bisschen alles zusammen. Das Futter packen wir uns auch mal direkt in die Hand, damit wir, falls wir das brauchen, natürlich erstmal sofort nehmen können. Kartoffel, das ist wirklich fabelhaft. Dann haben wir erstmal eine Kartoffel, die nehmen wir uns erstmal mit. Dann schnappen wir uns erstmal alles, was wir so uns schnappen können. Weizen haben wir auch noch, wunderbar. Also da haben wir erstmal einen großen Jackpot gezogen. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was zum Überleben. Das ist schon mal richtig schön, dass wir das erstmal so weit geschafft haben. Jetzt sind wir erstmal auf unseren kleinen Aussichtspunkt gelandet. Also da haben wir wirklich erstmal Glück gehabt, muss ich wirklich mal sagen. Also hätten wir wirklich diesen Turm jetzt nicht gehabt hier, dann hätten wir wirklich irgendwie schon sagen können, nee, das war's für die erste Folge vom Überlebens-Special hier in Minecraft. Aber ich glaube, der Kampf wird noch weitergehen. Wir sind noch am Leben und können erstmal von Glück reden, dass wir das auch bis hierhin geschafft haben. Und liebe Freunde, ich hoffe, euch hat erstmal diese erste Folge von Minecraft Überleben oder Survival-Modus gefallen. Wenn ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das mal wissen lassen könntet mit einer Bewertung oder mit einem Daumen nach oben, wie auch immer, oder macht einfach beides, das wäre natürlich noch besser. Und schreibt mir doch gerne mit dazu in den Kommentaren, ob ihr noch weitere Folgen sehen möchtet, denn die meisten von euch wollten das, dass ich das endlich mal wieder spiele. Und ich muss wirklich mal sagen, ich muss mich erstmal dran wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und dann wird das, denke ich, auch mal wieder was. Also ich freue mich richtig auf dieses neue Abenteuer mit euch zusammen in Minecraft im Überlebensmodus. Liebe Freunde, das war's. Macht's gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao.